Ja, hallo, ich bin Burkhard Peters, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der Mediengruppe Kreiszeitung. Ja, alle Leute reden von Elektroautos, aber kaum einer fährt eins. Ich wollte mal wissen, wie funktioniert Elektromobilität im Alltag und habe mir mal ein Auto ausgeliehen für 2 Wochen, dieses hier. Damit war ich unterwegs und ich möchte euch jetzt von meinen Erfahrungen erzählen. Ja, das Laden funktioniert super einfach. Auf der anderen Seite ist ein ganz normaler Stecker vom Kabel und hier so ein Spezialanschluss. Den stecke ich hier einfach rein. So. Und das dauert jetzt 6 bis 9 Stunden, je nachdem, wie viel Strom noch im Akku ist. Aber man kann zwischendurch auch losfahren und das unterbrechen. Ja, so ein Elektroauto fährt sich ganz normal, wie ein Benzinauto auch. Muss nichts weiter beachten, nicht weiter den Führerschein neu machen, sondern hat ein Automatikgetriebe. Ist schön leise, man hört kaum Fahrgeräusche, macht Spaß, geht auch gut ab, ist flott im Anzug. Ja, so Elektroautos, die fahren wahnsinnig leise, aber damit Fußgänger nicht erschrecken, produziert der hier so ein künstliches Fahrgeräusch, damit es nicht gefährlich wird auf Parkplätzen oder in der Innenstadt. Ja, die 2 Wochen im Elektroauto haben mir viel Spaß gemacht. Im Alltag kommt man besser damit klar, als so gesagt wird. Mit dem Tanken und mit der Reichweite 100 Kilometer gibt keine Probleme, wenn man ein bisschen plant, im Voraus denkt. Also ich würde mir auf jeden Fall mal ein Elektroauto kaufen oder zumindest mal eine Probefahrt mitmachen. Tschüss!